Dann erste Frage. Wie seid ihr denn auf die Idee von Gang Ho gekommen? Also das war eines Morgens 2005, ich weiß es noch wie heute, da habe ich einen Kaffee getrunken und mir ein Bildband angeschaut. Und in diesem Bildband war eine Illustration, das war irgendeine Werbeillustration, auch keine besonders schöne eigentlich, für ein Auto, für eine Autofirma. Und da war ein gelber Grashügel mit einer Ampel obendrauf, ohne eine Straße oder so. Und das hat irgendwie in meinem Hirn so Sachen, die sich schon so angesammelt hatten, getriggert. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass da Jugendliche drumherum sitzen und flirten und kiffen und rauchen und da aber eigentlich gar nicht sein dürfen, weil sie ausgebüxt sind aus der Siedlung und sie befinden sich da in der Gefahrenzone, wo jederzeit irgendwelche Bestien auftauchen könnten. Das war eigentlich so ein. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eigentlich relativ schnell innerhalb von 2 Stunden oder so die ganzen Regeln von dieser Welt und was da, wie die Verhältnisse sind und wie die organisiert ist, aufgeschrieben. Und dann habe ich das aber erstmal wieder beiseite gelegt und andere Projekte gemacht und es ist im Kopf weitergewachsen eigentlich. Und die eigentliche Story habe ich dann erst 2011 geschrieben, nachdem wir das grüne Licht von Parquet bekommen haben. Und da, bis dahin hatte ich mit dem Tommy dann eben auch schon öfter drüber gesprochen und der mochte die Idee auch und die Welt, die da so zu erzählen ist. Und habe aber dann erst wirklich angefangen, eigentlich die Charaktere und die eigentliche Handlung passend zu der Welt dann sozusagen zu entwickeln. Genau. Genau, wenn man Gung Ho googelt, dann kommt ein Film aus den 80ern raus, der auch lustigerweise mit einer Autofirma zu tun hat und so. Und es steht aber auch irgendwo dran, dass es Enthusiasmus heißt. Es das heißt eigentlich so viel wie, also es gibt verschiedene Bedeutungen von Gang Ho. Am Anfang war das auch gar nicht so einfach für mich herauszufinden, was denn jetzt eigentlich da ganz klar so die Hauptbedeutung ist. Also es gibt einmal Gang Ho, das heißt im Japanischen, also es kommt wohl ursprünglich aus dem Chinesischen, aber wurde von den Japanern benutzt, um einen Zusammenhalt in der Firma, wenn die Firmengemeinschaft quasi gut funktioniert und alle motiviert und engagiert sind, dann nennt man das Gang Ho. Dann gibt es allerdings im Englischen auch das Gang Ho, also es kam dann auch im Zweiten Weltkrieg auf. Da gibt es auch noch Kriegsfilme mit dem Titel, glaube ich, wo das eine Art Kampfschrei wurde, wo dann so ein bisschen mitschwingt: Ich habe nichts zu verlieren, voll drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Und heutzutage im Englischen ist mir der Begriff öfter begegnet. Da heißt es eigentlich so viel wie to be gung ho about something, ist eigentlich sowas wie total geil auf was zu sein oder geil im Sinne jetzt von so begeistert zu sein, dass man dabei auch nicht darauf achtet, vielleicht wie die Konsequenzen sind. Also ein bisschen fast wie Mutproben, die eigentlich schwachsinnig oder zu gefährlich sind. Und das ist eigentlich das, was mich eigentlich am ehesten interessiert hat an dem Begriff. Aber die anderen Sachen, die da reinschwingen, die passen auch ganz gut, weil also in unserer Geschichte Gang Ho ist es so, dass die Kids in dieser Geschichte den Begriff für sich verwenden, allerdings als Pervertierung von diesem begeistert und enthusiastisch und motiviert. So hätten die Erwachsenen sie gerne. Was die aber dann teilweise machen, ist eigene Mutproben, die total schwachsinnig und gefährlich sind und einfach nicht ans Morgen denken und was ja der Jugend und gerade in der Pubertät so zu eigen ist. Und damit bringen sie dann das ganze Gleichgewicht der Siedlung in Gefahr. Und weil eben eine Bedrohung immer herrscht, ist das Ganze natürlich auf einer dramatischen Klippe angesiedelt, wo dann jederzeit die ganze Gemeinschaft abstürzen kann, wenn die einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft nicht funktionieren, sich nicht an die Regeln halten, die man zum Überleben braucht, sondern eben ihre eigenen schwachsinnigen Sachen draus machen. Ihr spielt mit dem Zombie-Motiv im Comic ja auch. Und im Prinzip bei diesen großen Bänden von Paket, die rausgekommen sind, fand ich es eigentlich fast noch ein bisschen cooler, weil das einen Band gab, wo man wirklich gedacht hat, die Bedrohung geht von Zombies aus. Und als er dann abgeschlossen war, erst im zweiten Band kommt, welche Bedrohung das wirklich ist. War das von euch beabsichtigt, damit zu spielen? Oder habt ihr nach einer Bedrohung gesucht? Oder wie kam es eigentlich dazu, dass ihr dann die Bedrohung, die jetzt im Comic ist, gewählt habt?
Also es war tatsächlich so, als ich die Idee ganz am Anfang hatte, eben 2005, war die Zombie-Welle noch nicht so extrem am Rollen, wie sie es mittlerweile ist. Natürlich gibt es schon lange Zombie-Filme und das Genre war schon lange existent, aber damals war das noch nicht so ausgetreten, wie es jetzt ist. Und da hatte ich schon am Anfang eben eigentlich Zombies im Kopf. Aber sobald für dann klar war, dass da Tommy mit ins Boot kommen würde, war zum einen, wusste ich, der Tommy hat keine Lust, Zombies zu zeichnen. Also er ist nicht so ein Freund von extremer grafischer Gewalt und Splatter und Gedärmen und Verwesung und so weiter. Das malt er vielleicht mal, wenn es nötig ist, aber nicht jetzt die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass Tommy sich als Zeichner für The Walking Dead eignen würde, weil er da wahrscheinlich einfach keine Lust zu hätte, dauernd solche Sachen zu zeichnen. Und außerdem ist es eben, wie gesagt, das ist halt dann die so und so vielte Zombie-Story. Und deswegen haben wir dann eigentlich nach Kreaturen gesucht, die da als Ersatz herhalten können. Und was halt wichtig war, ist, der Zombie ist ja deshalb interessant, auch zumindest in den älteren Versionen, weil er nicht schnell ist. Der ist in der Masse bedrohlich. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du bestimmte Dinge beachtest, durchaus der Situation Herr sein. Wenn du aber Fehler machst und dich irgendwie in eine Ecke manövrieren lässt, dann wird es eng. Und da wir eben Teenager als die Hauptfiguren haben, war es jetzt nicht sinnvoll, sich ein Monster auszudenken oder mehrere Monster, die so mächtig sind, dass man überhaupt keine Chance gegen die hat. Sondern es muss schon was sein, wo jemand mit dem Gewehr, auch wenn er ein Jugendlicher ist, durchaus eine Chance hat. Aber dann in der Masse und wie gesagt, wenn eben Fehler dazukommen und bestimmte Situationskonstellationen, dass es dann schon sehr eng werden kann. Und deswegen sind wir dann auf die Reißer gekommen eigentlich, die wie Tiere sind eigentlich, wie Kreaturen, die eine bestimmte Organisation haben und die eigentlich in der gesamten Gefahrenzone jederzeit auftauchen können, aber eben nicht so gefährlich sind, dass ein einzelnes Viech davon schon eine Bedrohung, also wie ein Alien jetzt oder eine Bedrohung für das ganze Dorf ist. Und Tommy, wo hast du dir die Inspiration für die Reißer hergeholt? Auch von ganz unterschiedlichen Tieren, die in irgendeiner Weise bedrohlich wirken. Also wir haben ja verschiedene Arten von Reißern, verschiedene Größen von Reißern und da stehen verschiedene Tiere dafür Modell, sage ich mal. Da sind dann so Affen dabei, da gibt es für diese kleinere Spezies gibt es diese Chelada-Affen, das sind so aus Afrika und die sehen extrem aggressiv aus, wenn die ihre Oberlippe nach hinten ziehen und das hat mir da ganz gut gefallen. Trotzdem haben wir für die ganze Rasse an sich dann aber was gesucht, was sie zusammenhält und das war dann halt die Farbe. Also sind es Anleihen von verschiedensten Tiergruppen und die bekamen dann ein Gesamtdesign sozusagen. Ja. Aber sie sind mutiert oder wie war das? Also nee, also es ist keine Umweltkatastrophe oder so, sondern diese Spezies taucht auf. Das wird im Buch selber nicht geklärt wirklich erstmal, wo die herkommen, weil die Menschen in der Handlung selber das nicht wissen. Mein Hintergrund ist eigentlich, dass sie sich entwickelt haben in den menschenleeren Gebieten. Also eine Art Evolution hat da stattgefunden und dann eigentlich in die bewohnten Gebiete vorgedrungen sind. Und was die auszeichnen, ist, dass sie sich enorm schnell reproduzieren können. Die können schnell Masse erreichen und sind deshalb auch eben gefährlich und überraschen die Menschen dann auch. Und die Idee war halt auch, dass wenn, nehmen wir mal an, 1000 blutrünstige, enorm aggressive Tiger würden jetzt in ein französisches kleines Dorf einfallen. Ich glaube, die Menschen hätten keine Chance, weil die ja nicht wie die Amis alle ihre Gewehre im Schrank haben oder so, sondern der durchschnittliche Computerprogrammierer wäre da ziemlich schnell am Arsch, glaube ich. Also und vor allem, wenn diese Viecher eben nicht wie normalerweise für sich jagen wollen und dann nur, wenn sie auf Menschen zufällig stoßen, passiert vielleicht mal was, sondern wenn die wirklich zielgerichtet auf Menschenjagd gehen, fand ich das ganz interessant, was dann so passiert. Und ich glaube, dass sehr schnell die ganzen Strukturen zusammenbrechen würden, weil die Armee kann zwar auch mal hierhin und mal dorthin eingreifen, aber wenn da so viele sind, dass sie überall gleichzeitig angreifen, hat so ein normales, durchschnittliches europäisches Land da schon Schwierigkeiten, glaube ich. Und dann würden halt sehr schnell die ganzen Versorgungswege zusammenbrechen, wenn du im Supermarkt nichts mehr kaufen kannst, dann wird es halt für die normalen Städter oder Dörfler auch eng. Da Selbstversorgung, Krankenhäuser und so weiter, wenn das nicht mehr funktioniert, dann gibt es schnell Seuchen und so weiter. Das heißt, diese Viecher rotten den Menschen nicht aus, aber sie setzen ihnen doch so zu, dass sie sich in gesicherte Zonen zurückziehen müssen, um sich erstmal wieder zu sammeln. Und dieser Prozess, dieser Kampf zwischen Mensch und dieser neuen Spezies, der ist halt im Gange während der Geschichte, der ist noch nicht abgeschlossen. Also die Viecher haben noch nicht gewonnen und die Menschen aber auch noch nicht. Genau.
Okay, Tommy, wie hat es der Benjamin denn geschafft, dich zu überzeugen, auf das Projekt aufzuspringen? Ja, das war gar nicht so schwer natürlich, weil ich den Benjamin seine Arbeit grundsätzlich immer ganz gut schon fand. Und das war das erste Mal, als er mir von Gang Ho erzählt hat, war auf einer Signierreise, da waren wir zusammen, 2006. Und da hat mir der Benjamin von der Idee erzählt und da war der Anfang der Geschichte noch ein ganz anderer. Und der hat mir eigentlich damals sehr gut gefallen. Das war so eine Szene, hat er mir erzählt, wie ein Junge in der Früh aufsteht und an den Frühstückstisch geht und mit der Familie zusammen frühstückt. Und man merkt in der Situation, dass er irgendwie einen wichtigen Tag vor sich hat, weil irgendeine Prüfung ansteht in der Schule. Und das ist so eine ganz normale Szene sozusagen, die uns da in diese Welt reinführt und man begleitet ihn dann eben zur Schule. Und er geht dann nicht in die Schule, sondern geht in so eine Sportarena. Und bei dieser Sportarena findet dann eben diese Prüfung statt. Und die Prüfung wäre eben gewesen, wie man einen so einen Reißer quasi zur Strecke bringt. Und das fand ich, da war ich sofort gehuckt, weil das so eine... Ja, der Blickwinkel, aus dem die Geschichte erzählt, das hat mich da interessiert. Eben diese Jugendlichen, um die es da eigentlich geht in der Geschichte, die da in dieser speziellen Situation sind. Ist da später die Trainingsszene draus geworden? Also dieses. Also ich hätte gerne so eine Art Initiationsritus drin gehabt und das wäre das eben gewesen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, ob die Hauptfigur in dem Dorf aufgewachsen ist oder ob wir eine Figur haben, die neu ins Dorf kommt. Und natürlich ist es immer einfacher, anhand einer neuen Figur die Regeln zu erklären, als jemand, der da schon aufgewachsen ist. Da gibt es dann nicht so eine Notwendigkeit für Dialoge unter den Akteuren, wo diese Dinge einfließen können. Und das macht es halt schwierig. Aber wie gesagt, diese Idee, die da Tommy gerade erzählt hat, das war für mich eigentlich einer der reizvollen Dinge an Gang Ho, ist gar nicht so sehr diese Zombie-Problematik und so weiter, sondern eigentlich eher, was ja auch Kinder heutzutage in manchen Ländern haben, aber in Deutschland zum Beispiel weniger, dass sie ihr normales Leben leben müssen mit Schule und all diesen familiären Dingen und trotzdem aber teilweise mit Situationen zurechtkommen müssen, wo sie dann an Waffen ausgebildet werden oder wo theoretisch immer was passieren kann, wo das Kind eigentlich als Erwachsener agieren muss. Und dass die Leute in dieser Siedlung ihre Kinder ab einem bestimmten Alter darauf vorbereiten müssen. Und das sind eigentlich Dinge, heutzutage kriegt man natürlich, hätte man Schwierigkeiten, einem Jugendlichen ein Maschinengewehr in die Hand zu geben und zu sagen, so Junge, damit musst du jetzt umgehen lernen. Aber wenn die Situation so wäre, dass es notwendig ist, dann muss das halt passieren. Und das sind eben so Dinge, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen und wie die Kinder damit umgehen und wie die Erwachsenen damit umgehen. Und das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, indem man so einen normalen Schulalltag einführt und dann plötzlich halt kommt die Schraube in diese absurdere Richtung, wo sie dann eigentlich so eine Art Arena-Fight unter Aufsicht der Erwachsenen abliefern müssen, nur mit Scharfschützen als letzte Sicherheitsdistanz. Und danach, wer diese Prüfung besteht, der darf dann quasi auch Waffen tragen und darf auch raus aus der Siedlung, um da bestimmte Dinge zu machen. Und sonst müssen sie halt drin bleiben. Ja, und das ist ja wie ein Gefängnis dann. Also. Ja. Genau. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, dass die Idee schon 2005 oder 2006 entstanden ist. Wie lange habt ihr eigentlich, jetzt ist 2014, wie lange habt ihr eigentlich an dem Comic gearbeitet? Also zu der Zeit haben wir ja noch an Chronik der Unsterblichen gearbeitet ich hatte es schon geschrieben, aber der Tommy musste es dann noch machen und da gab es ja Verzögerungen verschiedenster Art und wir haben auch ganz normale andere Jobs gemacht und so weiter und als dann Chroniken 2 fertig war, hatten wir beschlossen, dass wir eigentlich was anderes zusammen machen wollen, weil Chroniken eine Adaption ist von einem Roman und wir wollten jetzt auch mal eine eigene Geschichte machen und auch der Pierre Paquet, unser französischer Verleger, der hat das so zur Kenntnis genommen, hat gefragt, okay, was wollt ihr denn machen? Und dann habe ich ihm halt diese Geschichte gepitcht und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Das heißt, wirklich losgegangen ist es eigentlich dann erst 2011, so im Sommer. Da habe ich dann wirklich angefangen, mich hinzusetzen und zu schreiben. Das habe ich dann so 11 Monate am Stück gemacht, fulltime. Und da habe ich dann eben die gesamte Geschichte geschrieben, die dann im Comicform 400 Seiten haben wird. Und der Tommy hat parallel dann schon, als genug Material da war, angefangen, ein paar Entwürfe zu machen und so und hat dann aber eigentlich im Dezember, glaube ich, oder so 2011 dann wirklich angefangen mit dem Artwork. Also insofern ist es noch gar nicht so lange jetzt. Also die Seiten, die Bände haben ja 80 Seiten und das dauert natürlich ein bisschen. Ja. Was mich fasziniert hat, auch mit Chroniken der Unsterblichen, war... dass man in Deutschland anscheinend mit Comics machen kein Geld verdienen kann. Ist dem so?
Es gibt sicherlich Ausnahmen von dieser Regel, aber ich denke mal, grundsätzlich sind die meisten Comics, die auf dem Markt sind, Selbstausbeutung. Das glaube ich schon, ja. Also, und ihr habt jetzt das Glück, dass ihr auf dem französischen Markt zuerst, also das ist, kommt ja eigentlich auch nicht so oft vor, oder? Also ihr seid gerade die Ersten, die ich kenne, die zuerst in Frankreich veröffentlichen. Welche Vorteile bringt es denn jetzt euch print, also welche Vorteile bringt es euch, zuerst in Frankreich zu veröffentlichen und bei Paket zu veröffentlichen? Also die Produktion des Comics, die ist halt in Frankreich von dem her besser finanziert, als da der Markt einfach größer ist als bei uns und die zu erwartenden Einnahmen für den Verlag größer sind und somit ist er auch bereit, schon in die Produktion mehr Geld zu stecken. Und das ist natürlich ein Vorteil und das ist jetzt, wissen wir schon, das ist ein Privileg für uns, dass wir das so haben. Ich weiß, wüsste jetzt auch sonst eigentlich keinen, der zuerst für den französischen Markt arbeitet, aber ja, und nur so konnte das für uns funktionieren und da haben wir natürlich Glück, dass wir den Pierre Paquet da als Verleger, dass der da Vertrauen in uns hat. Also was wir schätzen an dem Pierre Paquet ist, dass der eben auch etwas tut, was meiner Meinung nach Verleger auch in Deutschland mehr tun sollten, nämlich auch mal in Leute investieren. Das sagt sie natürlich leicht und wenn man selber das nicht bezahlen muss, aber im Prinzip muss man Leute aufbauen, wenn man will, dass sie am Markt auch sichtbar sind und dadurch über längere Zeit dann auch Alben verkaufen können. Wenn man jetzt die Leute aber immer eigentlich nur so viel zahlt, wie man dann tatsächlich auch glaubt, aus der ersten Auflage herausziehen zu können an Gewinn, dann bedeutet das, dass die Leute im Prinzip vielleicht im Höchstfall 1, 2, höchstens 3 Monate wirklich arbeiten können für Geld und den Rest der Produktionszeit müssen sie selber finanzieren. Das bedeutet, dass sie entweder sehr lange brauchen, weil sie nebenbei arbeiten müssen oder dass sie sich halt selber Schulden machen, Kredite aufnehmen, bei Oma wohnen, was weiß ich, wie sie das hinkriegen. Aber und beim zweiten Band ist dann wieder das gleiche Spiel. Und das funktioniert halt dann so, dass die Leute, die so begeistert sind und unbedingt gedruckt werden wollen und so, die machen das halt eine Zeit lang mit, aber das kannst du auf Dauer halt nicht. Und wenn du wirklich als Autor oder als Zeichner eine Karriere haben willst, dann brauchst du auch einen Verlag, der das ein Stück weit mit anschiebt, denke ich mal, und das Risiko auch teilt. Weil das Risiko hat der Zeichner auch, der steckt da so viel Arbeit rein, das ist der hat kein anderes Pferd, was für ihn nebenbei läuft, wo er noch was rauszieht oder so. Insofern schätzen wir das sehr, dass der Pierre Paquet das eben tut bei uns und da an uns glaubt und wir geben deswegen da auch unser Bestes. Ja. Also. Ja, was man natürlich schon sagen muss, ist, dass halt die Art der Geschichten, die wir jetzt auch so erzählen, die sind von dem Zeichenstil, den ich da auch gewählt habe, halt auch sehr aufwendig. Da gibt es bestimmt auch andere Zeichner, die dann im Zeichenstil eben lockerer sind, weil sie halt auch andere Geschichten erzählen, wo das wunderbar funktioniert, die da ganz gut zurechtkommen. Aber so für diese Art der Geschichten ist das schon ganz gut, dass wir da unseren französischen Verleger haben. Das hat mich so beeindruckt in dem Making-of-Band zu Chroniken der Unsterblichen, dass du da irgendwann oder in irgendeinem Interview zumindest mal gesagt hast, dass du da so einen Perfektionismus an den Tag legst, also dass du Panels gezeichnet hast, die dir dann nicht mehr gefallen haben, also so quasi und nochmal alles neu gezeichnet hast, dass du deinen Computermonitor neu kalibrieren musstest, dass er genau die gleichen Farben hat, weil du nicht so zufrieden warst, die dann auch im Druck waren. Meinst du, der Perfektionismus hat jetzt auch dazu geführt, dass ihr bei Paquet veröffentlichen konntet? Oder war das eure Intention daran? Also naja, also vermutlich ja. Also das ist schon ein Verkaufsargument, glaube ich, jetzt von unserem Comic auch, der visuelle Reiz, der da so herrscht. Ich meine, diese ganzen Unwegsamkeiten, die da waren auf dem Weg, das ist eine normale Entwicklung, die macht man so durch als Zeichner und der jetzt aber keine spezielle Ausbildung im Comic-Bereich hat. Das muss man halt auch dazu sagen, dass ich kann mir vorstellen, dass in Frankreich auf den Schulen das sehr wohl thematisiert wird, wie ökonomisch bin ich mit meiner Arbeit, wie erzähle ich eine Geschichte und so. Und wir zwei haben eigentlich versucht, einfach das Beste zu machen und haben uns da vielleicht in manchen Wegen ein bisschen verfahren, sind aber dann aber auch in Gebiete vorgestoßen, die dann eben zu diesem Verkaufsargument auch geführt haben. Ja. Dazu muss ich auch sagen, der erste Band, den wir zusammen gemacht haben, war ja ein Goethe-Comic. Den hat der Tommy gezeichnet und getuscht. Ich habe ihn koloriert und das war eine Auftragsarbeit. Und wir hatten 4 Monate Zeit für einen 46-Seiten-Comic. Das waren, glaube ich, ein paar Seiten weniger. Mhm. Und das haben wir auch geschafft. Also es geht schon auch schneller. Nur
das Ergebnis ist halt ein anderes. Und auch da haben wir versucht, das Beste zu machen, was möglich ist. Aber der Unterschied zu den Chroniken war, dass bei den Chroniken gab es keinen wirklichen Plan. Also weder vom Verlag noch von uns. Da hieß es nur, wir haben die Rechte an den Büchern von dem Wolfgang Holbein, ob der Tommy Lust hat, da einen Comic draus zu machen. Und da gab es also weder einen Veröffentlichungstermin, noch war geklärt, wie die Finanzierung ist für den zweiten und den dritten Band, weil es waren ja schon damals mehrere Bücher. Wir haben einfach mal angefangen. Und es gab auch keinen Vertrag, der kam dann irgendwie Jahre später und so. Also insofern, das war eigentlich eine insgesamt sehr unprofessionelle Situation von allen Beteiligten. Und als Zeichner oder als Team, der so einen Comic macht, wenn das Geld nicht das Ausschlaggebende ist, und das war es tatsächlich in keinster Weise, die einzige Motivation, die man hat, sowas zu tun, ist, der Welt, der Comic-Welt zu zeigen, was man kann. Weil sonst brauche ich es nicht machen. Was habe ich davon? Da verdiene ich in der Werbung mehr Geld. Also, und das war eben auch beim Tommy, der sowieso ein Perfektionist ist, aber auch das ist halt dann wirklich, wenn ich das mache, diese unglaubliche Arbeit, die da dahinter steckt, dann muss ich das halt so lohnen, dass man hinterher sagen kann, das ist das, das bin ich, das ist meine Arbeit und da bin ich stolz drauf. Und deshalb ist das eben so geworden, wie es war. Also sonst hätte man das auch anders und schneller machen können. Mhm. Aber solche Comics gibt es viele und die verkaufen sich dann auch nicht unbedingt so. Also. Was mir sehr gefallen hat zum Thema Comic-Entwicklung und so, ist auch hinten im Making-of-Bereich, dass ihr tatsächlich euch Gedanken gemacht habt zu diesen 70er-Jahre-Teppichböden oder Tapeten in dem Wohnwagen von Archer und Zack. Mhm. Zum Beispiel auch über das Graffiti, was am Zug ist. Also so Details, die einem gar nicht auffallen und man entdeckt es hinten so im Making-of-Bereich und denkt so, wow. Also. Ja, also das ist natürlich was jetzt durch die Technik ein bisschen an, ja, wie soll man sagen, das kann man ausnutzen mit der Technik. Ich mache halt so ein Graffiti einmal, selbst male ich das und das kann ich dann bei jedem Panel dann einfach wieder wie so ein Stempel drauflegen oder halt auch den Bettbezug oder sowas. Sowas macht man dann einmal aufwendig und dann kann man es aber in jedem Panel wieder verwenden, genau. Und das Design von den 70er Jahren war einfach dem entsprungen, dass das ein Campingwagen ist und aus meiner Kindheit weiß ich noch, wie wir beim Campen waren, gab es genau solche Bettbezüge halt. Und, mit Panini-Bildern. Mit Panini-Bildern am Bett. Panini-Sammelbildern am Bettkasten. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es ist mir wirklich aufgefallen. Und dazu hatte ich im Making-of noch von Chronik der Unsterblichen gelesen, dass als Benjamin dich kennengelernt hat, du nur Fußball im Kopf hattest. Und dann gibt es noch eine zweite Szene, also die Panini-Bildchen, das war eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und dann gibt es so eine Trainingswand in Gung Ho mit so Reifen und da steht 2013 Bayern versus Barcelona. Erzähl mal dazu was. Also. Das ist Wahnsinn, das ist dir aufgefallen, super, aber das war einfach, da war das Spiel Bayern gegen Barcelona, genau in der Woche, als ich eben das Bild gemalt habe und ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass Bayern da so toll gespielt hat. Ich schaue das natürlich regelmäßig, die Champions League, und Benjamin nicht so, der, aber ich schon eben. Ich der Comic spät dran ist. Und weil ich mich so gefreut habe, habe ich das halt da einfließen lassen, das Jahr, genau. Ich habe es verewigt, diesen spektakulären Sieg der Bayern, ja. Sehr gut. Welche Vorteile gibt es denn, dass Benjamin neben dem Autor auch ein Illustrator ist, also auch ein Zeichner? Ich bin mir nicht sicher, ob das immer als Vorteil empfunden wird vom, vom Doch, Zeichner. Also ich muss schon... Könntest du hier noch ein bisschen und da... Ja, also natürlich hat der Benjamin auch natürlich seine eigenen Vorstellungen, was das Visuelle betrifft. Aber das Gute ist, er überlässt es eigentlich größtenteils mir. Und hat, wenn er dann Anmerkungen hat, ist es meistens sehr konstruktiv. Und ich kann dann selbst für mich entscheiden, ob ich das übernehme oder nicht. Aber meistens macht es Sinn, was er da macht. Und das ist schon ein Vorteil, wenn man sich da austauschen kann, auf alle Fälle. Also ich glaube, was der...
Zeichner vielleicht manchmal unterschätzt, ist, dass er ja durch das Skript schon manipuliert wird. Also die Dinge, wie sie im Skript stehen, die geben ja was vor. Das ist zwar immer noch sehr weit für die Interpretation dann offen, aber es schließt bestimmte Dinge auch komplett aus. Und das ist ja auch schon mal ein Teil. So. Und insofern, das, was der Tommy da macht, das trifft oft schon sehr genau das, was für die Geschichte notwendig ist und die Atmosphäre. Und außerdem sprechen wir ja auch vorher drüber. Also und wir haben ja Referenzmaterial gesammelt und immer, wenn ich irgendwas sehe, was ich denke, das ist irgendwie cool oder könnte da und oder dort als visuelles Element auftauchen, dann sammle ich das in Ordnern und der Tommy schaut sich das durch. Manche Sachen verwendet er, manche nicht. Und insofern, manchmal kommt er auch mit völlig anderen Sachen an. Und das ist ja genau das Schöne an der Zusammenarbeit, dass man eben zwar nicht alles kontrollieren kann, aber dafür oft auch positiv überrascht wird, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man da halt auf der gleichen Wellenlänge ist. Ja, letztlich hat ja der Benjamin seine Idee im Kopf und ich kann ja nur versuchen, die Idee so gut wie möglich umzusetzen und mache ihm da manchmal halt auch Vorschläge, wo ich meine, da könnte ich noch was dazu addieren. Und da passiert es dann auch manchmal, dass Benjamin im Nachhinein noch Text hinzufügt oder ändert. Und genau dieses Zusammenspiel ist eigentlich das Spannende und macht so Spaß eigentlich. Also oft ist es auch so, dass neue Texte dann entstehen, wenn der Tommy im Storyboard oder im Layout, also das ist eigentlich die eigentliche, fast kreativste Arbeit, ist ja eigentlich, wie der Text, in welche Bilder wird der umgesetzt, welche Bilder wählt man, welche Stationen visuell. Und manchmal entstehen da größere Textlücken, als ich eigentlich beim Schreiben gedacht hatte, wo ich dann das Gefühl habe, eigentlich ist mir das jetzt zu still in diesen drei Bildern, die da kommen, wo aber eher eine Aktion zeigt oder eine Atmosphäre. Und manchmal nutze ich den Platz dann eben, um noch zusätzlich Dialoge einzufügen, wo ich beim Schreiben gedacht hätte, das wird jetzt zu lang, da muss man so viel reinstopfen. Aber wenn er es mir dann anbietet und es dann passt, dann ist es natürlich super, wenn man dann noch hier und da so kleine Hintergrundinfos oder das Universum noch ein bisschen bereichert durch kleine Sachen.